Hi Martin hier nochmal. Wollte nochmal 2, 3 Minuten dazu verwenden, einen Klartext zu sprechen, beziehungsweise dass wir eine gemeinsame Sprache sprechen, alle. Betrifft jetzt vielleicht nur einen Teil jetzt der Community, aber aus Höflichkeit jetzt und der Vollständigkeit halber gehe ich ein paar Minuten meines Lebens also drauf ein, an diejenigen, die irgendetwas nicht verstehen oder verstanden haben. Nur mal zur Info, ich habe jetzt da bei meinem Webinarvorstellung ungefähr 70 Daumen runter oder 80. Ist relativ hoch. Das heißt, wenn du dich nachgedacht, wer könnte das sein und warum? Ich bin aber zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. Ja, aus diesem Grund nämlich, weil bei meinen kostenlosen Webinaren haben sich jedes Mal ungefähr so 100 Leute angemeldet. Ja, beim ersten waren 60 live dabei und beim zweiten nur 30. Ja, das heißt, ich habe sehr viel Zeit investiert, meinen Samstagvormittag investiert und eigentlich nur 60, 30, 60 Leute haben sozusagen selbst auch die Zeit investiert. Ja, und da habe ich dann auch den Leuten, die da teilgenommen haben, das auch gesagt. Das finde ich halt irgendwie nicht mehr schön, wenn einer halt investieren möchte und das sogar ohne Bezahlung. Jetzt habe ich aber 70 Daumen runter, das heißt, irgendwie ist bei mir die Rechnung komisch, ja. Das heißt, wo sind denn die 70 Leute gewesen beim Seminar, die jetzt den Daumen runter gemacht haben? Weil die können es nicht sein, weil die Daumen hoch gemacht haben, sind die, die immer dabei sind, ja. Also entweder sind es nicht die Daumen von meiner Community oder es sind einfach irgendwelche aus meiner Community, die irgendwas scheinbar nicht verstehen, ja. Also das nur mal so Vollständigkeit halber, damit wir Klartext sprechen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das sein soll. Warum? Keine Ahnung. Konkurrenz, Neid, Unverständnis, Dummheit, keine Ahnung. Null Ahnung. Ich werde auch nie mehr im Leben jetzt drauf eingehen, weil es für mich Zeitverschwendung ist. Ich mache es wirklich jetzt nur aus Höflichkeit, dass ich einmal klarstelle, das bin ich erzogen worden. Ich habe immer gesagt, dass ich Informationen kostenlos zur Verfügung stelle und das werde ich auch weiterhin tun. Das werde ich auch weiterhin tun und immer so machen. Ja. Aber nicht meine Zeit. Ich glaube, da verwechseln einige etwas. Also ich glaube nicht, das heißt, bei meinem kostenlosen Webinar habe ich natürlich viele Stunden, habe ich unheimlich gerne gemacht, mache ich immer noch gerne, vorbereiten, Durchführung gebraucht. Und wie gesagt, die Teilnahme und Bereitschaft, eure Zeit am Samstag zu investieren, war nicht so groß. Da mache ich auch einen Daumen runter. Also nicht an diejenigen, die da waren, sondern an die 1000 oder 500, die ich habe. Und so 70, die jetzt Daumen runter machen, wo wart ihr denn die Samstage, wo ich meine Zeit investiert habe? Also erwartet bitte jetzt nicht, dass das ewig so weitergeht. Ja, glaubt ihr wirklich denn irgendwie, dass ihr enttäuscht sein müsst? Ja, oder dass ich ein Kasper bin? Also das auf jeden Fall nicht. Ja, nur mal das klartextmäßig. Und nochmal so eine Rechnung, also diese 250 Euro, glaubt ihr auch nicht, dass es irgendwelche Infos sind. Wenn ich jetzt 12 Stunden plus nehme mit Vorbereitung, lass es 100, lass es 50 Stunden sein. Ihr glaubt ja nicht, dass ich 2 Euro pro Stunde jetzt hier mein Wissen gebe. Das heißt, ich gebe ja eigentlich nur meine Zeit. Das Wissen ist immer kostenlos, aber ihr könnt nicht erwarten, oder diejenigen, die etwas noch nicht so richtig verstehen im Leben, dass ich so viel Zeit investiere für Umme. Das geht nicht. Und wenn ihr halt meint, woanders lernen zu können oder woanders euch das reinzuziehen, ist überhaupt kein Thema. Ihr müsst gar nichts machen. Könnt noch 1000 Daumen runter machen. Das wird jetzt alles jetzt in Zukunft ignoriert. Vielleicht nochmal, also diejenigen, die das verstehen, können jetzt schon das Video abschalten, fast schon. Aber nur mal so, muss ich einfach mal reinschmeißen, weil irgendwie, ich weiß nicht, wer euch wieder als nächstes verblödet, ja, von der anderen Fraktion, also von der Daumen-runter-Fraktion, ja. Hier mal ein Realitätscheck. Also ihr möchtet, wie gesagt, durch das Trading Geld verdienen. Nehmen wir an 5.000 oder 4.000. Das wären ungefähr 60.000 netto im Jahr. Das ist schon sehr viel Geld. Ein Stationsarzt zum Beispiel, Oberarzt, bekommt vielleicht, wenn er so mittelalt ist, 40, 50, ungefähr das gleiche netto. Ja? Seine Investition ist aber in sich selbst. 4 Semester Vorklinik, 2 Jahre, 6 Semester klinische Zeit, 2 Semester praktisches Jahr, 3 Monate Prüfungszeit, so ungefähr 6,5 Jahre plus minus. Ich schätze mit allen Gebühren, Miete, Lebensunterhalt etc., dass er in 6,5 Jahren hat er ungefähr 200.000 investiert sozusagen, beziehungsweise als Opportunitätskosten gehabt. Warum? Was sind Opportunitätskosten? Ja gut, er hat nicht gearbeitet in der Zeit, sondern er hat investiert.
versteht ihr das Wort investieren. Ja? So, das heißt, er hat viele Stunden auch verbraucht, wo viele jetzt Partys machen oder Bier trinken, hat er vielleicht drauf verzichtet, hat einfach Bücher gewälzt. Und deswegen darf er auch den Rest seines Lebens 5, 6, 7, 8.000 verdienen. Das ist das Naturgesetz. Ja? Das Gesetz könnt ihr mögen oder nicht. Es funktioniert und existiert und es ist auch bei allen Berufen so. Das heißt, viele Trader möchten das gleiche Gehalt verdienen, ja, aber am besten überhaupt nicht investieren. Ein, zwei Bücher, ein paar Trader, die man irgendwie nachbildet, das war's dann schon, ja. Und man möchte auch die 5.000. Und glaub mir, das funktioniert nicht von diesem Gesetz. Das funktioniert einfach nicht. Also wenn jemand nicht bereit ist, vor allem Zeit, auch viele Unternehmen verwechseln das, Geld ist nicht eine Ressource, Geld ist keine Ressource. Sondern Zeit ist eine Ressource. Ja? Das heißt, wenn ihr nicht die Zeit investiert, ja, und nicht wisst, wo was Gutes gibt, was euch Zeit spart, was ich nämlich bin. Das heißt, dieses Wissen ist kompakt gebündelt, es spart euch viele, viele Stunden Lebenszeit, Opportunitätskosten. Ja? Das kann man gar nicht in Geld fassen. Ja? Aber das verstehen auch nur bestimmte Menschen. Das ist auch gut so. Ja, das wird auch immer so sein, weil nur die eine Seite, die investiert und klug ist, kann ja auch von den anderen leben, die einfach das nicht machen. Ja, das klingt jetzt hochnäsig, arrogant, aber wenn ihr möchtet ja an der Börse Geld verdienen, aber die anderen sind schlauer, ja, sage ich mal. Ne? Also nur mal das zum Thema Daumen runter auf meiner Community. Ich plane, oder für mich muss alles Sinn geben, das habe ich auch meinen Leuten immer gesagt. Das heißt, Öffentlichkeit, YouTube sicherlich, ja, ist okay. Und dann zum Beispiel habe ich überlegt, naja gut, macht es Sinn, wenn ein Anfänger jetzt einen Call und Put, nicht weiß, was ein Call und Put ist, macht es da Sinn, jetzt ein Coaching anzubieten für teures Geld? Macht keinen Sinn, ja. Da habe ich mir überlegt, vielleicht einen Inner Circle jetzt demnächst zu machen, für 60, 70 Euro im Monat, wo ich alles reinpacke, wo ich qualitativ hochwertige Videos mache, Analysen. Wir haben eine Software, ein Tool, wir haben ein Echtgeldkonto, was wir gemeinsam traden. Wir haben Tools von der Gemeinschaft, wir werden diskutieren, ja, und jeder, der unhöflich ist, wird rausfliegen. Das heißt, das ist wirklich nur ein Circle, wo die Leute weiterkommen wollen, Geld verdienen wollen, ja, und dann werden auch Tests gemacht, ja, Abschlusstests, dass jeder weiß, wo er steht. Kann er selbstständig alles erarbeiten, er kann ein Jahr brauchen, zwei Jahre brauchen, egal was. Das heißt, das sind Basics, da brauche ich nicht 1:1 jetzt unsere Zeit oder Geld verschwenden, sondern das kann man, kostengünstiger Form sich erarbeiten. Aber Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann macht es Sinn, wenn man ein bestimmtes Konto hat, sprich 10, 20, 30.000 in Gruppencoachings reinzugehen. Warum? Ja, weil es sich schnell amortisiert. Das heißt, nach 3-4 Monaten, wenn du schon die Basics hast in diesem Circle, ja, und ihr kommt dann in die Praxis, in die Umsetzung, weil glaubt mir, ihr müsst 1-2 Jahre da durch, ihr müsst die Zyklen alles mal durch miterlebt haben etc. Und erst dann kommt die Umsetzung, ja, je nachdem, welchen Schwerpunkt ihr habt. Und es macht auch Sinn, da ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil ihr das schneller amortisieren könnt. Ja, deswegen tue ich mir auch schwer bei jungen Leuten, wenn man sagt, hey Mensch, ich mache so mal ein Seminar, weißt du, 1.000-2.000 Leute zu 1.000 Euro zu berappen für irgendwelche Anfangs- oder Einsteigseminare, die für jüngere Leute, die das Geld noch nicht so richtig haben, aber trotzdem sich interessieren, da macht das keinen Sinn. Warum? Weil sie es nicht amortisieren so schnell. Ja, hier, ja, wenn man diese Stufe hat, amortisiert sich. Und dann gibt es natürlich die Private Coachings, wo ich auch private Leute habe, wo ich auch Leute habe, die Geld haben. Und da kann ich natürlich mehr verlangen. Warum? Nicht, weil ich gierig bin, sondern weil es ist amortisiert. Wenn ich jemanden, wenn er eine Million Konto hat, jetzt 200.000 risikolose Dividenden reinholen, da kann ich mir auch entsprechend auch irgendwas abrechnen. Ja, das tut dem nicht weh, tut mir nicht weh sozusagen. Ja, und für mich macht das einfach Sinn, was ich sage, was ich hier anbieten möchte. Ich bleibe immer öffentlich, vielleicht nicht so viel, weil ihr müsst auch bedenken, die Gruppencoachings haben sich entwickelt. Die Leute haben mich gefragt. Ja, das heißt, hat sich entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt aber natürlich auch geldmäßig natürlich in den Coachings irgendwas erkläre, dann ist es für mich natürlich schwierig, das kostenlos auf YouTube zu stellen. Dann sagen die natürlich, Moment, ja, wozu zahle ich denn dann? Das heißt, jetzt komme ich auch so ein bisschen in die Bredouille. Und deswegen werde ich dann einfach von der Frequenz her öffentlich bleiben. Da bleibt das gleich, vielleicht nur von der Frequenz her ein bisschen weniger. Dann haben wir den Inner Circle, wo die Frequenz etwas höher ist. Das heißt, 4, 5, 6 Videos, Themas, Butterflies, alles Mögliche, was es gibt. Mit so einer super Software, die ich vorstellen werde. Die wird es in Deutschland nicht geben. Ja, gibt es auch so nicht, sondern nur bei mir.
Gruppencoachings, wie gesagt, 4-5 Leute, wird sich so um die 250 Euro im Monat belaufen. Und das macht wirklich Sinn, wenn ihr schon ein bisschen was habt, dass ich da nicht mit Calls und Puts anfange. Warum? Ich kann es gerne machen, aber es macht für euch, wie gesagt, keinen Sinn. Das kriegst du vorher schon rein, ja, in diesen ganzen, entweder öffentlich oder Inner Circle. Und dann gehst du dahin, vielleicht hast du irgendwie Freunde, Bekannte, die größeren Summen haben, und dann kann man mal überlegen, ob man da sinnvoll langfristig Geld hält. Ja. Viele denken immer, traden, vermehren, das Wichtigste ist erstmal Geld erhalten, Kapital halten und dann euch vermehren. Da kommen wir natürlich in eine andere Stufe. Aber so macht es Sinn. Also für diejenigen, die das verstehen, werden das verstehen, die es noch nicht verstehen. Vielleicht werden das einige jetzt verstehen, und wenn es einige nicht verstehen, dann macht bitte was anderes. Okay, ciao.